Ich denke mal, die meisten von euch da draußen werden schon umgezogen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen ich hier drin bin. Vielleicht 2, 3? Aber hier herrscht das absolute Überchaos und ich halte es nicht mehr aus. Und jetzt ist auch noch Vanessa zu Besuch. Und mit 2 Menschen hier statt einem ist das Chaos vorprogrammiert. Ich kann euch ja meine kleine Roomtour geben. Das wollten ja einige da draußen von der neuen Wohnung. Das mache ich wirklich absolut gerne. Habe ich so 10-mal drüber nachgedacht, ob ich überhaupt in meiner neuen Wohnung filmen will, aber ich krieg das nicht hin, wenn ich nicht die Motivation habe, ein Video zu machen. Deswegen teilt ihr jetzt mein Leid. You're welcome. Vanessa ist gerade im Atelier mit Jody, die machen Kunst oder sowas. Und ich stelle mich der wahren Verantwortung des Lebens. Ich fahre zwar erstmal zum Gesangsunterricht, dann komme ich aber zurück. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, ich glaube, meine Gesangsaufnahme nach diesem Auftritt, das ist das erste Mal wiederzusehen. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger und ich habe alles gut überstanden in ihren Augen. Und danach komme ich zurück und dann fängt der Ernst des Lebens an. Mein Plan ist, Kisten wegzuschmeißen, meinen Kleiderschrank endlich einzuräumen, allgemein hier aufzuräumen. Und ich hoffe, Vanessa als Weihnachtsexpertin hilft mir, diese Wohnung ein bisschen weihnachtlich einzurichten. Das wäre sehr schön. Ich hoffe, für euch ist es genauso befriedigend, dann den Unterschied zu sehen wie für mich. Am Ende dieser Reise, die intens wird bestimmt. Boah, zum Glück habe ich heute noch mehr Pakete bekommen, sonst hätte ich ja gar nichts zum Aufräumen. Ich habe mir so einen kleinen Motivationssnack mitgebracht. Mmh. Falafel und Halloumi. Mmh. Ich finde es so belastend, dass gerade 16 Uhr ist. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal meinen Tag gestartet und es ist schon dunkel. Ich habe einfach noch so viel vor mir heute. Erstmal das Licht anmachen und gucken, was da überhaupt drin ist in diesen Sachen. Cuttermesser, das ist übrigens meine glorreiche Werkzeugkiste. Ein richtiger Heimwerker. PR-Paket aka Weihnachtsgeschenke für meine ganze Familie und Freunde dieses Jahr. Yo! Ich glaube, das ist mein Waschmaschinenadapter. Dann kann ich endlich Wäsche waschen. Ein Lautstärke-Messgerät wollte ich mal für ein Video benutzen. Oh, dieser Struggle. Wenn ich heute noch meinen Schrank einsortieren will, weil ich bin so ein Pups, ich komme da nicht ran. Achtet. Yay! Okay, also Cuttermesser schnappen und weg mit dem Papiermüll. Selbst dieses Müll wegbringen hat jetzt so lange gedauert. Eine Freundin von mir ist auch noch ein bisschen sick. Deswegen habe ich dir jetzt mal Medikamente vorbeigebracht. Und schwupps ist es 18.16 Uhr. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch nichts gemacht. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal noch auf das richtige Cleaning konzentrieren. Und Geschirr einsammeln. Wenn ihr so die ganze Wohnung nach Geschirr absucht, denkt, ihr habt alles eingesammelt, dann macht ihr die Spülmaschine an und irgendwo steht dann dieses eine Glas, das ihr übersehen habt. Das hasse ich. Ich akzeptiere trotzdem erstmal, wie es ist. Vanessas Ladekabel. Vlogmas ist auch für mich gefährlich.
viele Anleitungen es zu dieser Wohnung gibt. Ich habe... Guck mal bitte, wie viele Kabel, und es sind nur Lightning- und HDMI-Kabel, ich angesammelt habe. Warum drückt man die immer dazu? Immer. Ich habe so viele von denen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin schon froh, dass ich die jetzt alle so organisiert an einem Ort habe nach meinem Umzug. Guck mal bitte diesen fetten Staubwedel, den ich als Einzugsgeschenk bekommen habe. Der ist so epic. Okay, ich bin schon mal froh, dass das Wohnzimmer einigermaßen geordnet aussieht jetzt. Ich habe mein Bestes gegeben. Und das, wovor ich am meisten Angst habe, ist dieser Kleiderschrank. Das wird halt richtig wack jetzt. Aber das sieht schon gut aus. Da ist Vanessas Laptop. Ich habe das ganze Geschirr und die Gläser eingeräumt. Ich weiß irgendwie nicht, wo die Deckel für diese Glasbehälter hin verschwunden sind. Das ist so eine Sache, die ich einfach verloren habe. Das ist ja Vanessas Gästebett. Ich habe meine Gitarren ausgepackt. Hier die Sachen weggeräumt. Räumt vom Boden. Und nach dem Kleiderschrank erwartet mich auf jeden Fall noch diese Kiste. Mein Ziel ist es halt vor allem, alle Kisten wegzubekommen und einen Platz für diese Sachen zu finden. Und das wird ein Challenge. Okay, was mache ich mit dem Klamotten- und Schuhe-Mess? Das hier war die 1Live-Krone, das kann ich noch auspacken. Aber das sind Schuhe, das sind Schuhe, da sind auch Schuhe drin. Da ist dreckige Wäsche. Absolut mental Kleiderhaufen und Bettwäsche. Oh. Und das ist mein Kleiderschrank. Der hat hier so ein paar Fächer bis ganz nach oben, deswegen auch die Leiter. Da oben noch ein paar bisschen Stauraum. Hier kann man Sachen aufhängen. Ich habe ja auch extra so Kleiderbügel noch geholt. Ich muss mir ja irgendeine Strategie überlegen. Aber ich glaube, ich bringe erstmal, Gott, das ist vielleicht ein Fehler, aber ich bringe erstmal alle Klamotten, die in der Wohnung verteilt sind, hierher. Und schmeiß sie auf einen Haufen und gebe mein Bestes. Alter, ich bin richtig lost. Scheiße. Ich bin richtig überfordert. Das ist so richtig Klamotten-Armageddon. Weil jetzt ist auch noch so alles so durcheinander. Ich hoffe, Vanessa kommt gleich nach Hause und kann mir ein bisschen helfen, weil, yo, dafür verdrücke ich mich wirklich schon am längsten. Schon seit ich hier eingezogen bin, habe ich Angst vor diesem Kleiderschrank. Das ist nicht normal. Okay, es ist etwas Zeit vergangen. Ich habe meinen Akku mal aufgeladen. Ich bin etwas vorangekommen. Ich finde es schon sehr, sehr viel ordentlicher hier. Also auch das alles. Ich glaube, Max hat mal meine Wohnung ganz gut beschrieben und es ist alles irgendwie chaotisch. Aber es ist so organisiertes Chaos und das ist es gerade. Ich weiß, wo alles ist und ich hänge nur noch. Ich habe mir extra so neue Hänger gekauft, damit diese zarten Oberteile da dran halten. Die sind mir nämlich immer weggerutscht. Und wo man auch so Röcke dranhängen kann. Und fancy Hosen. Weil von diesen Ikea-Dingern hier sind die immer abgerutscht. Und jetzt wundere ich mich gar nicht mehr, warum in meinem Umzugsvideo alle so geschockt waren, dass ich so viele Klamotten habe. Weil ich dachte, ich habe nicht das Gefühl, ich habe viel. Aber anscheinend täuscht mich mein Gefühl. Anzuschließen. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gemacht. Da sind so 200 verschiedene Adapter drin. Oh, ich habe fast gesabbert. Ich habe Milka-Schokolade gegessen. Sorry. Mail-Check. Oh mein Gott. Das wurde einfach in Tschechien hergestellt. Like me. Obwohl, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Deutschland gezeugt worden bin. Aber trotzdem. Wir haben dieses Teil und dieses Teil und dieses Teil und diese Teile. Ey, ich dachte, das ist ein Pöppelchen, das man einfach hier so in dieses Loch steckt, damit man es einfach da so reinstecken kann. Also ich wüsste, wie das geht. Ey, Erwachsensein ist so schwer. Brauche ich nur ein Teil davon vielleicht?
So sollte doch reichen, oder? Wow! Ey, wenn das aus irgendeinem Grund jetzt abfliegt, weil das irgendwie nicht richtig fest ist oder so, dann... habe ich ein Problem. Alles hier überflutet. Riskiere ich's? Ja, wahrscheinlich. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Okay, das Wasser läuft anscheinend schon mal rein. Das wird schon okay sein, oder? Okay, Project Kleiderschrank ist noch lange nicht beendet. Christ, Halleluja. Wie viel Uhr ist es eigentlich mittlerweile? 21.41 Uhr. Platziere die Handtaschen vielleicht einfach. Ja. Oh. Und die hier trage ich zum Beispiel nie, aber die liebe ich einfach. Deswegen kommt die da nach oben. Beautiful. Wow, warum habe ich so wenig Handtaschen? Time to get new ones. Ich mal was entstauben hier. Geile Tasche, Alter. Ich wusste nicht mal, dass ich die habe noch. What the fuck? Oh. Oh. Hey, T! Oh. Oh, definitiv staubig hier. Das ist so die Hälfte von meinen Schuhen. Und ich stapel so viele davon, wie es geht, da rein. Es ist somit jetzt auch ziemlich voll hier. Zum Glück habe ich noch zwei weitere Koffer mit Schuhen. Wir ziehen so lange durch, wie geht. Vanessa ist noch nicht zurück. I can do it. Okay, ich habe alle Schuhe. Okay, also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu vorher. Auch wenn wahrscheinlich nichts ultimativ so bleiben wird. Oh, mein Rücken tut weh, ich werde alt. Waschmaschinen-Update. Ist noch trocken. Mal gucken, wie lange. So, ich bringe jetzt mal die leeren Koffer in meinen Kellerraum. Und dann sollte meine Vaneski auch langsam wieder zurückkommen. Dann seht ihr die auch mal. Und ich verspreche, dass ich morgen dusche. Glückleckel, Kaki. So, das Essen ist gekocht. Ein paar Snacks stehen ready. Die Wohnung ist clean as fuck. Guckt euch das an, alles. Free, oh mein Gott. Jetzt fehlt nur noch Vanessa und ich fühle mich so wie Hausfrau, die gekocht und aufgeräumt hat den ganzen Tag und jetzt auf ihren Mann wartet. Bitte rückt sie mich? Hallo? Also, das Essen ist fertig gekocht. Ich stehe schon draußen, ich versuche gerade diesen Roller. Okay, beeil dich. Sonst wird das Essen gekalt, das ich stundenlang gekocht habe und geputzt und so. Bis gleich. Hello. Hello. Oh. Oh, welcome back. Look at this new place. Ich bin noch nicht fertig, aber wenigstens ein bisschen. Die Kartons sind weg. Oh mein Gott. Läuft deine Waschmaschine? Ja. Ich habe die angeschlossen. Geil, oder? Oh, oh mein Gott, ich habe so viel geschafft, oder? Ich bin schockt. Wieso? Keine Ahnung, als du noch sagtest, dass du so unterwegs sein musst, dann musst du noch so einen Gesangsunterricht. Und dann dachte ich so, die wird hier so sauer auf so einen Berg Sachen sitzen. I love your closet. Oh. You deserve it, honey. Da steht unser Essen auch schon bereit. Nom. Die müssen wir einmal essen, bevor man dies noch. Oh, die sind noch warm. Was haben wir noch? Oh, oh mein Gott. Oh, guck mal, wie juicy das ist. Oh, I keep it juicy, juicy. I eat that lunch. Wenn ihr das riechen könntet, Leute, was haben Geil. Wir da? Oh, Pizza. And now. Guten. Ey, ich muss heute kurz weg nach Stuttgart für eine Nacht. Vanessa, kann ich dir vertrauen, dass du mein Projekt nicht manipulierst und hier alles durcheinander bringst? Ja, ich passe gut auf deine Wohnung auf und es wird nichts passieren. Ich muss noch bügeln,
Ich muss noch diese Kiste aufräumen. Ich bin lange noch nicht fertig. Es gibt noch einige Missionen zu erfüllen. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil ich gehe zu Pause. Gestern Abend habe ich noch die ganze Wäsche gebügelt. Ich hasse Bügeln. Andererseits, wer hasst nicht Bügeln? Dieser ganze Vlog ist so ein Hausfrauen-Vlog. Ich fühle mich wie so eine Mom. Bin ich eine Mom? Außerdem habe ich die Kiste ausgepackt. Die letzte Kiste. Und die liebste Vanessa hat mir in ihrem Vlog ganz viel Weihnachtsdeko gekauft. Das heißt, das ist auch schon abgehakt. Bevor es ein Vorher-Nachher gibt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gebt mir gefälligst ein Like für diese ganze Anstrengung. Okay, das ist wirklich das Mindeste, was ihr machen könnt. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Christmas Day.